Hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute spiele ich gegen Boris Diplomat Level 5000%. Bedeutet 10 mal schneller. Bei 180 Sekunden pro Zug wären das 18 Sekunden pro Zug. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht hier macht, hier 10 Minuten pro Zug, dass ich trotzdem für jeden Zug eine Minute warten muss. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er für eine Megahertzzahl oder irgendwas hat. Kann durchaus sein, dass er um 1,8 Megahertz läuft. D4. Ach, der hat tatsächlich kein Buch. E6 ist ohne Buch. Jetzt merke ich das erstmal. Ja, das ist natürlich auch ein Problem damals gewesen bei diesen Schachcomputern, dass sie kein Eröffnungsbuch hatten. Das ist doch, ich finde, für mich persönlich muss ein Schachcomputer ein paar Sachen schon haben. Zum Beispiel sollte er ein Eröffnungsbuch haben. Dann sollte er nach Möglichkeit ein Display haben. Die dritte Priorität, die ich hätte, wäre ein Holzbrett. Und die ja, und dann würde für mich, aber wenn man die Spielstärke zu gering macht, ist es ja auch blöd. Wenn er quasi, er spielt genauso schnell wie gerade. Ich habe den jetzt auf Level 5 gestellt. Und ja, doch, jetzt fängt er zu rechnen. Na gut, ein bisschen schneller ist er schon. Ja, aber primär ist die Spielstärke für mich auch nicht das Wichtigste. Für mich wäre es wichtiger, vor allem in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit, da bräuchte man keinen Schachcomputer. Also meinetwegen würde es einen Schachcomputer, der so stark spielt wie Fritz auf einem modernen PC. Das ist ja ja, witzlos quasi. Da hat man sowieso keine Chance gehen. Da kommt es nur darauf an, wann man verliert. Vor allem ist das Problem, für, finde ich zumindest, G5. Okay. Jetzt weicht er zumindest aus der Partie von eben ab. Die auf einer niedrigeren. Die war so schlecht, die Partie. Die habe ich noch nicht mal richtig. Ich habe es jetzt so aufgenommen, weil ich es vorher ja halt nicht wusste, aber. G5, das ist gleich mal so uninteressant. Und sowas ähnliches gibt es ja im Sizilianer mit G4. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt hier dass er durch solchen Sinnen spielt. Vielleicht muss man tatsächlich was zu trinken holen gleich. Wenn ich jetzt die Dauerkröcherei anfange, ist das auch nicht so witzig. So, Springer A5 ist schön, da kann er auch bleiben. Ich habe jetzt auch keine Lust, den großen Sinn zu geben mit Läufer B3, dass er sich tauscht. Und Läufer B5 Schach, C6 habe ich auch keine Lust drauf. Er kann ja wieder zurückziehen, wenn er Lust hat. F5, okay. Ja, wo wäre die Spielstärke? Also das Wichtigste wäre für mich, vielleicht gerade meine eigene Liste. Da ist eigentlich alles relativ wichtig. Was wäre wichtiger? Die Eröffnungsbibliothek? Ich glaube, das Wichtigste ist für mich wirklich beim Schachcomputer, dass der eine Eröffnungsbibliothek hat. Mein Gott, ich spüre schon wieder, dass das Kröchen hochkommt. Meine Güte, ist das lästig. Meine Güte, meine Güte. What? Ich habe den noch ein Level höher gestellt. Ich komme aus der Kröcherei nicht raus. Das ist ekelhaft. Vielleicht muss man einen Schluck trinken gehen. Ich hole mir was. Wo ist denn was? Meine Güte. Das war ja noch schlechter. Mann. Ich habe
habe gerade Level 3 eine Partie gespielt, also zumindest länger durchgehalten. Habe ich ihn zwar das halbe Brett leer geräumt. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie zur Besserung führt, wenn ich jetzt noch höher gehe in den Leveln. Das primäre Problem ist eigentlich bei diesem Gerät, es hat keine Öffnungsbibliothek. Deswegen ist für mich eigentlich das Wichtigste an dem Gerät, ich würde beinahe schon sagen, die Eröffnungsbibliothek, weil ganz ohne Eröffnungsbibliothek, da sehe ich auch keinen Sinn darin, in der ganzen Sache. Der spielt immer Crap in der Eröffnung, hat keine Ahnung von Strategien. Mann! Meine Güte, ist das lustig. Will ich Öl trinken oder was? Ja, ohne Eröffnungsbibliothek ist ganz schäbig. Obwohl dieses Kriterium haben spätere Schachcomputer. Also eigentlich nach 1984 haben wir nicht alle eine Öffnungsbibliothek. Also das kann man sich gar nicht vorstellen ohne Öffnungsbibliothek. Deswegen, ja, ist das wohl nicht das primäre Kriterium. Also ich gehe mal davon aus, dass ein Schachcomputer eine Öffnungsbibliothek hat. Er hat jetzt keine. Das sind eben die Geräte aus der Steinzeit. Deswegen, ja, was soll ich machen? Herzliches Beileid, wenn man sowas damals als Gerät hat. Selbst wenn er das dann als Holzcomputer hätte, mit Turniergröße. Er hat immer noch keine Öffnungsbibliothek, das ist das Schlechte. Er spielt immer den gleichen Crap. Deswegen würde ich sagen, aber was ist, wenn, sagen wir mal, die Spielstärke wäre auch okay. Sagen wir mal, Schachcomputer ab 1984. Also da ist die Spielstärke auch schon okay, deswegen würde ich dann doch eher sagen, ein turniergroßes Brett wäre für mich quasi das erste Kriterium. Oder zumindest wieder exklusiv zumindest. Was könnte man danach nehmen? Weil die Spielstärke erfüllen die eigentlich alle. Es sei denn, man holt sich natürlich irgendwelche Mottenkistengeräte, die natürlich nicht. Aber so ein Exklusiv 4, der ist schon okay. Aber ich spiele eigentlich lieber auf diesem Brett. Deswegen das erste wäre für mich die Brettgröße, das zweite die Eröffnungsbibliothek, das ist ja doch je nachdem wie groß die ist. Die haben zwar seit 84 alle eine Bibliothek, aber die ist ja verschieden groß. Einstellungsmöglichkeiten ist auch immer schön. Meinetwegen finde ich den Polka natürlich besser wie den MM4, der hat ja viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ja, aber das ist ja gar nichts hier. Wenn die zu alt sind, man sieht es ja schon. Ich habe da vorne eine Partie gespielt gegen Level 3 und da hat er irrsinnigerweise, ja, er hat länger durchgehalten. Ich habe trotzdem das halbe Brett abgeräumt. Hinter euch matt gesetzt, da hatte ich zwei Damen auf dem Brett. Zwei Damen, glaube ich, mehr in der Mattstellung. Eine Figur und ein Turm. Also Turm, Figur und zwei Damen mehr. Und der Rechner war matt, auch relativ flott. Aber ein einzigiges Matt zu übersehen auf F7. Na egal. Ich werde jetzt auch den matt ausgebenden Zug da ausführen. Das ist das Video für heute. Dann werde ich mal gucken, wer der nächste in der Liste ist. Was willst du machen? Kannst du machen nichts, muss ich gucken zu. Ich bedanke mich für jegliche Aufmerksamkeit.